Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der HSV tritt am Sonntag um 15.30 Uhr beim FC Schalke 04 an und wird dabei von ca. 4.000 Gästefans begleitet. Ich begrüße unseren Cheftrainer Markus Gisdol und bitte um Ihre Fragen, kurzes Handzeichen und dann können wir starten. Thorsten Vorbau vom NDR Fernsehen. Herr Gisdol, haben Sie schon durchgezählt, zusammengezählt, wer wie fit wieder nach Hause gekommen ist? Ja, das war relativ schnell absehbar. Letzte Woche hat sich ja angedeutet, dass Albin verletzt ist, aber der als einziger dann auch jetzt angeschlagen oder verletzt in diese Woche reinging. Die haben dann alle soweit hergestellt sind, fit sind, einsatzbereit fürs Wochenende. Wolfgang Stephan vom Stadler Tagblatt. Herr Gisdol, ich würde auch nochmal fragen, nach dem Stimmungsbild so der letzten 14 Tage waren ja nicht allzu viele da. Jetzt sind sie wieder alle da. Der Sieg hat ja auch wahrscheinlich geholfen, nochmal die Stimmung ein bisschen umzukehren. Wie würden Sie jetzt sagen, was ist zurzeit die aktuelle Lage, auch so bei Ihnen jetzt? Wie gehen Sie in die letzten, es sind ja jetzt entscheidende Wochen, die anstehen. Zunächst einmal ist klar, wenn du mit einem Sieg in die Länderspielpause gehst, ist immer gut. Aber es war jetzt eine andere Länderspielpause wie zuletzt. Den anderen hatten wir immer die Problematik, dass die Spiele oftmals erst Donnerstag dann wieder da waren. Diese Woche waren wir am Dienstag, waren eigentlich alle zurück. Wir konnten am Mittwoch in Ruhe auch nochmal über das Stuttgart-Spiel sprechen, ja, und da nochmal die wichtigsten Szenen auch miteinander anschauen, weil das war nicht möglich, nach dem Spiel direkt zu machen, weil dann schon wieder der ein oder andere unterwegs war. Da haben wir das nochmal genutzt am Mittwoch, am Donnerstag ein bisschen durchgeschnauft und gehen heute praktisch in die direkte Gegnervorbereitung, was die Trainingsarbeit und was Video angeht auch. Ja, aber die Stimmungslage ist natürlich gut, wenn du mit einem Sieg, den du dann zwei Wochen lang im Rücken hast, durch diese Tage da durchgehst. Das ist keine Frage. Aber natürlich gilt es auch, die Sache richtig einzustufen. Es war ein wichtiger Sieg für uns auch, ja, um da auch den Anschluss da zu halten. Und jetzt geht es darum, in den anstehenden, ich glaube, es sind jetzt noch 4 Wochen, in denen jetzt 6 Spiele anstehen, natürlich nochmal so gut wie möglich zu punkten bis zum Winter. Dann Thorsten Vorbau nochmal. Herr Gisdol, es gab ja schon viele emotionale Ausbrüche von Ihnen auch an der Seitenlinie, seitdem Sie beim HSV sind. Wenn ich jetzt an Schalke denke, vergangene Saison auf Schalke, was kommen Ihnen da für Bilder in den Kopf? Ja, das Spiel geht so ein bisschen unter, gell? Weil man ja hauptsächlich über das Spiel von Wolfsburg dann spricht in der Nachbetrachtung, aber das war ja eigentlich der Schlüssel dafür, dass du überhaupt gegen Wolfsburg mit dem Sieg dich retten konntest. Und da haben wir ja in der letzten Minute da den Ausgleich gemacht. Das war schon sehr emotional. Ich erinnere mich aber an ein gutes Spiel von uns, vielen neuen Spielern damals auf dem Platz auch. Da haben wir den Schalkern richtig Probleme bereitet in ihrem eigenen Stadion. Und wenn wir so ein Spiel wieder auf den Platz bringen können, wäre es natürlich klasse. Aber das hat natürlich einen besonderen Platz irgendwie eingenommen, dieses Spiel, gerade durch die Geschehnisse, die da waren. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Sie haben gesagt, ein Spiel mit vielen neuen Spielern und Sie meinen ja die Jungen damals. Ne? Jetzt sind wieder ein paar neue Junge dabei. Können Sie schon ein bisschen andeuten, ob die auch wieder eine größere Rolle am Wochenende spielen werden oder wollen Sie sich noch gar nicht in die Karten schauen lassen? Ja, natürlich wollen wir uns jetzt noch nicht so direkt in die Karten schauen lassen, aber zunächst einmal sind wir froh, dass jetzt in dieser Saison jetzt wieder 2 junge Burschen so einen großen Schritt nach vorne gemacht haben mit Fiete und mit Ito, die man dann vor der Saison auch noch nicht so auf dem Schirm haben konnte. Das ist natürlich schön, wenn wir dadurch unseren Kader auch ein bisschen breiter aufstellen können, die Jungs dann immer wieder auch mit ihrer jugendlichen Leichtigkeit auch die Mannschaft da beleben können und auch natürlich gute Fußballer sind. Nur, ich habe das ja schon mehrfach gesagt, ich will den Jungen einfach auch nicht zu viel da auf die Schultern draufsetzen, sondern das ist eine gute Ergänzung in unserer Mannschaft, aber getragen werden wir in erster Linie durch eine gute Teamleistung und da müssen viele Spieler einfach auch wieder stabil spielen, dass dann auch die einzelnen Spieler ihre guten Leistungen bringen können. Philipp Simon von der Mopo. Ja, Herr Gisdol, in den vergangenen Wochen waren die Zeitungen ja voll mit Geschichten über Fiete Arp. Haben Sie nochmal das Gespräch mit ihm auch gesucht, wie er das Ganze so verarbeitet hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte mich da sehr zurück. Ich gebe ihm auch eher den Tipp, er soll sich nicht von jedem belabern lassen, weil jetzt gibt man die 150. Ratschläge, die er dann irgendwo bekommt und jeder meint es gut und müsste ihm dann noch irgendwas mitgeben. Er soll ganz nah bei sich bleiben und bei seiner Familie und bei seiner Art, wie er durchkommt. Das ist eh unglaublich viel Wirbel um ihn. Deswegen am besten ihn in seiner Welt auch irgendwo lassen, ihn unterstützen, ihm Hilfestellung anbieten, wenn er was braucht, aber ansonsten nicht zu viel immer wieder neue Themen mit ihm aufmachen oder Dinge anzusprechen. Der macht das gut, ja, und ich will ihn auch in diesem Lauf, in dem er sich da drin befindet, auch belassen. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt nochmal. In der Länderspielpause gab es ja auch doch einige Geschichten außerhalb des Spielfelds. Haben Sie das sozusagen voyeuristisch ein bisschen mit Schmunzeln von außen alles verfolgt oder interessiert Sie das überhaupt alles gar nicht oder wie sind Sie damit umgegangen? Naja, als Trainer muss man natürlich schon auch schauen, was im Verein los ist, ist doch klar. Aber es ist eher so, dass ich das vom Rande betrachte. Also das bewegt mich jetzt nicht sehr. Ich hoffe, dass wir da insgesamt immer gute Lösungen hinbekommen, dass wir da aber keinerlei Einfluss fühlen oder keinerlei Auswirkungen fühlen auf unser Team, ja, sondern wir können ganz in Ruhe hier arbeiten mit der Mannschaft und es belastet die Mannschaft auch in keinem Fall, sondern mich interessiert es natürlich am Rande, weil es auch mein Arbeitgeber natürlich ist und mein Job ist, sich damit zu befassen, weil ich es auch wichtig finde, dass wir da gut aufgestellt sind, aber belasten in keiner Form oder irgendwie beeinträchtigen. Mats Nicholson, NDR2. Herr Gistor, ein anderes großes Thema in der Länderspielpause, irgendwie Never Ending Story, der Videoschiedsrichter. Könnten Sie es Ihrem Sohn noch kindgerecht erklären, wie das jetzt funktioniert, oder würden Sie da auch an Ihre Grenzen stoßen? Ich habe echt versucht, mich da nicht mehr jetzt so reinzudenken. Irgendwie hoffe ich da auf gescheite Köpfe, dass da Ruhe einkehrt und dass da eine gute und einheitliche Lösung gefunden wird. Vielleicht tun wir auch alle gut daran, wenn sich nicht jeder irgendwie ständig immer dazu äußert. Klar, ist jetzt wieder leicht gesagt und am Wochenende kommt wieder eine Szene, die dich entweder positiv oder negativ betrifft und dann musst du dich natürlich wieder dazu äußern. Wir haben uns für diesen Weg alle zusammen entschieden, dass es so umgesetzt werden soll, ein Videoassistent, Videoschiedsrichter. Ich glaube, wir müssen dieser Sache dann auch Rechnung tragen und die notwendige Zeit auch dann in Anspruch nehmen und sagen, okay, müssen wir auch die geduldig sein und dass sich das irgendwie stabil entwickeln kann. Weil es ist eine gravierende Änderung und Neuerung und sowas, das muss sich halt einfach auch einspielen. Ja. Auch wenn es immer wieder bitter ist für denjenigen, wenn es dich negativ erwischt oder dann halt vielleicht glücklich, wenn du es positiv erwischst. Aber es ist schon schwieriger. Ja. Kai Beermann von der Welt. Herr Gistor, ich habe noch eine Frage zum Gegner Schalke. Ich glaube, der Weg Ihres Kollegen Domenico Tedesco und der von Ihnen hat sich kurz gekreuzt in Hoffenheim. Ist das richtig? Muss ich jetzt überlegen, ob er damals dann schon oder ob er nach mir als U17 Trainer dann kam, als ich dann schon weg war. Das vielleicht ganz kurz, aber auf jeden Fall keine lange Zeit und große Berührungspunkte hatten wir nicht. Okay, das wäre nämlich die Anschlussfrage gewesen. Ja. Aber ich glaube, in der Saison, als ich dann raus bin in Hoffenheim, ich glaube, da kam er gerade als U17-Trainer. Das war dann vielleicht so eine Überschneidungszeit, denke ich, so von 2-3 Monaten. Aber wie gesagt, NLZ ist da auch getrennt, räumlich auch, und dann haben wir da wenig Berührungspunkte gehabt. Philipp Simon von der Mopo. Ja, Herr Gistor, ich habe noch eine Frage zu Louis Holtby. Er hat es ja gegen Stuttgart nicht in den Kader geschafft. Vielleicht können Sie ja mal erklären, woran es bei ihm momentan hakt, was ihm fehlt. Ja, das ist die Frage. Das sind natürlich rein sportliche Dinge, die ich natürlich mit meinen Spielern in allererster Linie bespreche. Und wir haben jetzt die glückliche Umstand, dass wir oftmals nach dem Training dann einen Kader benennen müssen und Spieler, nicht alle Spieler, die auf dem Trainingsplatz waren, dann mitnehmen können in den Kader, sagen wir mal so. Ja, sondern wir müssen dann schon ausgewogen unseren Kader auch besetzen. Und zuletzt haben wir das so gemacht, dass wir auf andere Zehner gesetzt haben. Deswegen war Louis nicht im Kader, aber hat er rein sportliche Gründe. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, Louis verhält sich tadellos. Da gibt es überhaupt nichts. Er gibt es nicht im Ansatz irgendwie einen Streit, sondern es ist rein sportliche Situation, die sich in diesem Tagesgeschäft, in dem wir uns befinden, auch wieder schlagartig ändern kann. Ja, das ist keine Entscheidung für die Ewigkeit, sondern es war jetzt für dieses Spiel so und vielleicht ist es im nächsten Spiel auch wieder so. Aber das ist reines
Tagesgeschäft uns da befinden. Und deswegen nochmal klar zu sagen, Luis ist ein guter Bursche, ja, der es auch immer im Training sich nie hängen lässt und da immer auch Vollgas gibt. Und deswegen bin ich auch sicher, er wird sich da wieder rausbefreien aus dem sportlichen Tal, in dem er sich vielleicht gerade ein bisschen befindet. Aber er gibt Gas und das ist schön zu sehen. Thorsten Vorbauer, NDR Fernsehen. Ich würde noch mal interessieren, ob Sie, gibt es eigentlich noch Berührungspunkte zu Pierre-Michel Lasogga, der ist ja ausgeliehen, hat ja damals das Tor geschossen auf Schalke, diesen Moment dann ja erzeugt. Da kümmert man sich eigentlich noch oder ist man, wie ist das, wenn ein Spieler verliehen ist? Ja, das ist tatsächlich so, dass wenn ein Spieler weg ist, dann ist es tatsächlich im Tagesgeschäft oftmals, dass dann irgendwie der Kontakt auch ein Stück weit natürlich verloren geht. Man verfolgt dann aus der Ferne, liest dann mal was nach oder schaut sich mal ein paar Szenen an, aber seltenst, ja, deswegen ein intensiver Kontakt besteht da nicht. Aber ich freue mich auch für ihn, dass er jetzt da trifft, dass er da so die zweite Liga aufrollt dort und vielleicht einen Teil dazu beiträgt, dass Leeds vielleicht ein Aufstiegskandidat sein kann. Das ist für ihn schön und das, er hat letztes Jahr auch eine schwierige Zeit immer wieder gehabt und hat dann, gerade dieses Tor war ja unglaublich wichtig, es war eins von den wenigen, die er gemacht hat in der Saison. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie viel er insgesamt gemacht hat, aber hat da schwierige Phase auch und hat dann dieses wichtige Tor für uns geschossen und war natürlich klasse, weil er ja auch aus der Gegend kommt. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Philipp Simon für die Mopo. Eine letzte Frage noch, und zwar zu Bobby Wood. Der war in dieser Saison ja noch nicht so erfolgreich. Hat ihm denn die Länderspielpause gut getan, die er hier verbracht hat? Oder? Ich glaube, dass es bei Bobby genauso ist wie bei allen anderen Spielern. Konkurrenzkampf tut gut. Ja, und der ist natürlich jetzt auch durch den Druck von Spielern, die sich jetzt in den Vordergrund gespielt haben, auch da. Und es tut gut. Und das merke ich auch im Training. Wir haben jetzt seit Dienstag endlich wieder 20 Mann auf dem Trainingsplatz dann stehen. Da hast du ein ganz anderes Training, als wenn du mit 12 Leuten dann trainierst, wie wir es lange Zeit auch hatten, ja, wo wir viele Ausfälle hatten. Und das hat dann allen auch nicht gut getan. Und so denke ich, das ist es bei Bobby auch. Und er hat auch eine vernünftige Entscheidung getroffen nach dem letzten Spiel, dass er gesagt hat, ich muss jetzt mein Knie ein bisschen mehr Erholung geben und die Zeit nutzen, dass ich mich gut regeneriere und dann auch vernünftigerweise nicht zur Nationalmannschaft gegangen ist. Und es hat ihm jetzt auch gut getan. Er ist auch diese Woche wieder gut trainiert, ist wieder dran. Dann sehe ich keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich herzlich für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz und einen schönen Tag. Danke.